Sehr wohl, ein bisschen entspannt, nicht so viel Arbeit und die Leute gehen ins Kino, die Kinos. Heute war schon das Kino voll. Beim besten Wetter um 11 Uhr Vormittag war das Kino voll. Ja, La Amiga, ein Film von 1988 von Janine Meyer-Apfel. Ja, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja. Ich bin eigentlich gewöhnt, dass zu den Filmen, die ich auswähle, so zwei, drei Leute kommen. Ja. Irgendwas muss sich geändert haben in den Köpfen der Menschen. Ja, wir machen da einen IFI Observer, der kommt jeden Tag raus vom Festival, also fünfmal von Dienstag bis Samstag und immer 200 Stück, glaube ich. Und ja, einfach lesen und schauen. Der Festivaldirektor ist etwas zu spät gekommen. Da habe ich schon gedacht, jetzt höflichkeitshalber mache ich das mit der Janine Meyer-Apfel, dass die da zumindest vorgestellt wird. Aber dann ist er doch aufgetaucht. Nicht? Naja. Den Filmen von der Janine Meyer-Apfel, die Säle voll sind. Und das finde ich außerordentlich. Oder? Und weiß nicht genau warum, aber es macht mir Freude, dass das doch möglich ist, Leute ins Kino zu kriegen für anspruchsvolle Filme in Innsbruck. Finde ich toll.